Ich studiere hier an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe Elektrotechnik. Neben einer soliden Grundausbildung finde ich besonders den Praxisbezug hier im Fachbereich gut. In gemeinsamen Projekten mit der Industrie kann ich gute Praxiserfahrungen sammeln und schon während des Studiums potenzielle spätere Arbeitgeber kennenlernen. So wie Hanna studieren mehr als 500 Studierende im Fachbereich. Neben den drei Bachelorstudiengängen Elektrotechnik, Technische Informatik und Mechatronik werden auch noch die Masterstudiengänge Mechatronische Systeme und Information Technology angeboten. Ich absolviere ein duales Studium, eine Mischung aus wissenschaftlichem Studium und einer praktischen betrieblichen Tätigkeit. 4 Tage pro Woche studiere ich hier an der Hochschule und an einem Tag in der Woche arbeite ich im Betrieb. So werde ich optimal auf das Berufsleben vorbereitet. Vom klassischen Vollzeitstudium unterscheidet sich diese Studienform durch einen noch höheren Praxisbezug und einer Bezahlung bereits während des Studiums. Beste Chancen, um direkt nach dem Abschluss im Unternehmen weiterzuarbeiten. Umfangreiche Laborausstattung und viele engagierte Kollegen sind ein Grund dafür, dass wir ihnen optimales Fachwissen vermitteln können. Daneben haben die Soft Skills, das sind Sprachen, aber auch Präsentationstechniken, einen besonders hohen Anteil im Studium. Damit sind sie optimal für ihr späteres Berufsleben vorbereitet. Unsere Markenzeichen sind exzellente Lehre und unsere Forschungsstärke. Nicht nur ein gutes Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden und unsere internationale Profilierung machen uns zu einem der forschungsstärksten Fachbereiche Deutschlands. Das Zentrum Industrial IT CIT in Lemgo ist eine der führenden Forschungseinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe. Hier im Gebäude arbeiten Studenten sowohl an Forschungsprojekten als auch an gemeinsamen Projekten mit den hier im Gebäude vertretenen Firmen. Beste Rahmenbedingungen für ein Studium an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Bleibt nur noch die Frage offen, ist der Campus hier so groß, dass man immer ein Fahrrad braucht? Nein, aber dieses Elektrofahrrad ist ein bestes Beispiel für unsere Praxisnähe. Denn mit einem Hersteller hier vor Ort haben wir einen optimierten Antrieb entwickelt. Und da ist man schon ein bisschen stolz, dass man hier an so einem Projekt an der Hochschule mitwirken kann.